wenn ich etwas aus einer Leidenschaft mache oder aus einem Hobby heraus zum Beispiel, dann wird das, was ich ja gerne gemacht habe, irgendwann zur Verpflichtung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mein Hobby zum Beruf mache, dann wird mein Hobby zur Verpflichtung und ich habe keinen Ausgleich mehr. Das ist der Sinn eines Hobbys, dass ich einen Ausgleich habe. Und somit werde ich dann wieder an einen Punkt kommen, der Tag X wird kommen, wo ich dann wieder enttäuscht bin, wo ich dann eher frustriert bin. Und deswegen ist das mit, mach das, was du liebst, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Man sollte das, was man tut, schon im Allgemeinen gerne machen. Aber es gibt in dieser Tätigkeit nur mal sehr viele kleine Tätigkeiten, die keinen Spaß machen. Es ist so, wie Muhammad Ali einmal gesagt hat, ich habe es gehasst, jeden Morgen aufzustehen und zum Training zu gehen, aber ich habe es geliebt, Weltmeister zu sein. Aloha und herzlich willkommen zum Butterfly Schreib dein Buch Podcast. Hier bekommst du wöchentlich tolle Snacks und Impulse rund um das Thema Buchschreiben, Vermarkten und Veröffentlichen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zu den Themen Buchschreiben, Buchveröffentlichen und Buchvermarkten. Heute haben wir eine neue Interviewfolge für euch mit dem Business-Mentor Oskar Karim. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ein sehr erfolgreicher Mensch hat einmal gesagt, Erfolg kommt über Nacht, aber davor hat man 20 Jahre lang in der Garage daran gearbeitet. Weil das, was die Leute draußen sehen, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ne? Was man darunter macht und wie viele Stunden man arbeitet, wie viele Urlaube man nicht hat, wie viele Wochenenden man nicht hat, wie viele Nachtdienste man macht, das kann sich ein 9-to-5-Jobber ja dann gar nicht so vorstellen. Ne? Siehst du das auch so, dass also der Erfolg im das Sichtbare ganz viel Arbeit im Vorfeld verlangt? Ja, auf jeden Fall. Und weil Erfolg ist am Ende des Tages ja ein Prozess bzw. ein Ergebnis von etwas. Das sagt ja schon das Wort an sich. Er folgt auf etwas, das ihm vorausging. Nur wichtig ist bei der ganzen Sache Erfolg ist, dass ich verstehe, Erfolg ist nichts, was in Stein gemeißelt ist. Das heißt, es ist nicht so, dass ich einmal erfolgreich bin und dann erfolgreich bleibe, sondern Erfolg ist immer nur gemietet. Und diese Miete ist halt auch täglich fällig. Und am Ende des Tages ist aber trotzdem wichtig bei der ganzen Sache bezüglich des Erfolgs, vor allem des, ich sage mal, finanziellen Erfolgs, ist es sehr wichtig, dass ich das auch aus den richtigen Gründen mache. Denn wenn ich das aus den falschen Gründen mache und die falschen Ziele verfolge, weil ich einfach denke, das gehört so, weil die anderen machen das halt auch so, dann werde ich irgendwann einmal, wenn ich dann einen Erfolg habe, zu dem Punkt gelangen, wo ich Leere fühle. Ich habe gestern erst eine Insta-Story darüber gemacht, weil das Thema gerade publik ist auf Social Media, das Thema, ich möchte mich selber finden. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass ich die Ziele verfolge, die ich möchte, die ich für richtig halte, was auch immer das für Ziele sind, ob die jetzt für manche akzeptabel sind, ob sich das für manche gut anfühlt oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Da sollte man immer das Leben, also das eigene Leben nach seinen eigenen Vorstellungen leben und nicht das Leben der anderen. Und dann macht der Erfolg aber auch Spaß. Und nicht nur das, das man erreicht hat, sondern wirklich auch die Reise dorthin. Denn wenn die Reise dorthin keinen Spaß macht, dann ist es höchstwahrscheinlich in 99% der Fälle das falsche Ziel. Ja, und ich weiß, dass sich sehr viele gewissen Erfolg erhoffen oder beziehungsweise wünschen. Wünschen würde es eher treffen. Nur wenn sie dort eben dann angekommen sind, dann kommt oft so diese bittere Enttäuschung, weil sie das auch nicht happy macht. Und am Ende des Tages wollen wir einfach nur happy sein. Das ist alles, was wir wollen. Es gibt, glaube ich, sogar ein Buch, das so ähnlich heißt. Wir wollen keinen Erfolg, wir wollen nur glücklich sein. Und wenn dann eben dieser Erfolg eintritt und man dieses Ziel erreicht hat und das sich dann nicht gut anfühlt, dann einfach deswegen, weil ich halt das falsche Ziel verfolgt habe. Und deswegen Erfolg ja, aber es muss auch der richtige Erfolg für mich sein. Da sind wir jetzt bei dem Spaß. Es wird ja immer wieder auch in den sozialen Medien von diversen Coaches gesagt, ja, mach das, was dir Spaß macht und nur, was dir Spaß macht. Aber das ist ja auch so ein zweischneidiges Schwert. Denn ja, ich liebe es, Autorin zu sein, ich liebe es, meinen Bestseller in der Hand zu halten und zu Buchmessen zu gehen und zu Lesungen. Aber der Weg dorthin, das macht auch nicht immer Spaß. Ja. Das muss man sich, glaube ich, schon auch bewusst sein, dass also die Arbeit dahin nicht immer jetzt Spaß macht, auch wenn ich jetzt meinen Traumberuf habe, oder? Wie siehst du das?
Ja, also sehr vieles auf Social Media wird falsch interpretiert. Das ist genauso wie diese Aussage, investiere in dich selber. Das verstehen manche falsch und kaufen dann Uhren und Autos und so weiter, weil sie ja so in sich selber investieren. Ne? Also sie gönnen sich ja was und verstehen das dann drunter. Aber am Ende des Tages heißt es ja was ganz was anderes. Und so ist es auch mit dieser Aussage, es muss Spaß machen, finde deinen Purpose. Du musst das, was du tust, leidenschaftlich tun. Und das wurde ja auch von Steve Jobs und Vorgängern oder auch Nachfolgern so in diese Social-Media-Welt irgendwo integriert oder beziehungsweise irgendwo verbreitet über Social Media. Nur wenn man sich das mal ansieht, wie diese Leute erfolgreich geworden sind, dann wird man erkennen, dass all diese Leute oder beziehungsweise ein sehr, sehr großer Teil am Anfang etwas gemacht haben, das ihnen schon im Allgemeinen Spaß gemacht hat, aber das nicht so dieses Leidenschaftliche war. Also mit anderen Worten, sie haben das, was sie gestartet haben, nicht gestartet, weil das ihre Leidenschaft ist, sondern die Leidenschaft ist erst dann später gekommen, das ist ja später dann gefolgt. Denn wenn ich etwas aus einer Leidenschaft mache oder aus einem Hobby heraus zum Beispiel, dann wird das, was ich ja gerne gemacht habe, irgendwann zur Verpflichtung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mein Hobby zum Beruf mache, dann wird mein Hobby zur Verpflichtung und ich habe keinen Ausgleich mehr. Das ist der Sinn eines Hobbys, dass ich einen Ausgleich habe. Und somit werde ich dann wieder an einen Punkt kommen, der Tag X wird kommen, wo ich dann wieder enttäuscht bin, wo ich dann eher frustriert bin. Und deswegen ist das mit, mach das, was du liebst, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Man sollte das, was man tut, schon im Allgemeinen gerne machen. Aber es gibt in dieser Tätigkeit nochmal sehr viele kleine Tätigkeiten, die keinen Spaß machen. Es ist so, wie Muhammad Ali einmal gesagt hat, ich habe es gehasst, jeden Morgen aufzustehen und zum Training zu gehen, aber ich habe es geliebt, Weltmeister zu sein. Und das beschreibt es am Endeffekt am besten, wie man dieses Thema finde deinen Purpose, mach das, was du liebst, eben betrachten sollte. Es gibt ja viele Menschen, die heute zuhören, die gerne mal eine Idee verwirklichen wollen, die immer wieder davon reden, ja, die man dann so nach 3 Jahren wieder trifft und fragt, naja, was ist denn draus geworden? Und es ist immer noch nichts, aber das ist schon wieder eine neue Idee da, die auch noch nicht verwirklicht wird. Und die träumen und träumen und es kommt eigentlich nie dazu, dass sie die Träume verwirklichen. Warum denkst du, ist das bei manchen Menschen so? Naja, an Träumen muss ich halt arbeiten. Ideen zu haben, das reicht nicht. Wenn ich aus dem Fenster schaue, dann fallen mir innerhalb von 10 Minuten 10 neue Geschäftsideen ein. Nur eine Idee erfordert ja weitere Investitionen. Nämlich in eine Idee muss ich erstens mal weitere Ideen investieren, ich muss Zeit investieren, ich muss Geld investieren, ich muss Energie investieren und dann weiß ich ja nicht einmal, ob diese Idee überhaupt in der Praxis auch wirklich funktioniert. Weil eine Idee alleine ist halt nichts wert. Von einer Idee ist alleine ist noch niemand reich geworden, denn es sind ja sehr oft nicht die Menschen reich geworden, die die Idee hatten, sondern die die Idee von jemand anderem umgesetzt haben. Ja. Und für Tesla zum Beispiel. Ja, also wenn man sich mal mit dieser Geschichte befasst, mit Elon Musk, dann wird man feststellen, dass nicht Elon Musk selber derjenige ist, der oft die Ideen hatte, sondern das waren halt andere Leute. Er war aber derjenige, der es umgesetzt hat. Und da sind wir ja schon beim wichtigen Punkt, beim Stichwort Umsetzen. Umsatz kommt ja nur vom Umsetzen. Und deswegen scheitern ja die meisten Menschen, weil sie halt den einfachen Weg gehen möchten und halt nicht das Notwendige tun wollen, das es eben erfordert. Und das ist das, was ich eben vorher gesagt habe. Viele Menschen suchen halt die Abkürzung, die wollen den schnellen Weg, die wollen eben diesen schnellen Erfolg, diesen schnellen Reichtum. Aber so funktioniert halt Erfolg nicht. Und wenn die Menschen das begreifen würden, wie der Erfolg funktioniert, dann würden sie vielleicht, oder sagen wir so, dann würden vielleicht mehr Menschen tatsächlich das Ganze mal anders betrachten und das Ganze auch von vornherein anders angehen. Aber ich denke, viele blenden das einfach aus und wollen es nicht hören, weil sie sehen ja, dass es bei anderen klappt, aber sie sehen ja nicht eben, was dahinter steckt, nämlich der Weg, den er oder sie da über Jahre gegangen ist. Und es ist ja nicht nur dieser Weg bis zu diesem einen Ziel gewesen, es ist ja wie bei mir. Ich kann heute Unternehmen beraten, seien es mittelständische oder auch große Unternehmen, nicht aufgrund dessen, weil ich bei einem Unternehmen erfolgreich war oder weil ich jetzt hier auf Social Media erfolgreich bin in dem, was ich tue im Consulting-Bereich. Nein, sondern weil halt 20 Jahre da sind in unterschiedlichsten Branchen mit Erfolgen, ja, aber viel wichtiger, auch mit haufenweise Niederlagen. Und
das ist ja im Endeffekt der Weg. Also wenn wir von einem Weg sprechen, dann sprechen wir ja nicht von, aha, okay, jetzt habe ich 10 Jahre dies und das und jenes gemacht und jetzt bin ich halt dann im 10. Jahr mit einer Sache erfolgreich. Dann spreche ich ja nicht von dem Weg vom 10. Jahr bis zu dieser einen Sache, sondern ich spreche ja vom gesamten Weg, weil ja eben das, wie ich dir vorher gesagt habe, der Weg das Ziel ist. Der Weg entwickelt ja diese Person und diese Person eignet sich eben auf diesen Weg unglaublich viele Dinge an. Und viele wollen halt einfach diesen Weg nicht gehen, weil sie es bequem haben möchten. Das ist halt der Grund, warum so viele auch, oder einer der Gründe, warum halt so viele nichts weiterbringen. Und sie lassen sich halt auch viel zu viel ablenken. Da ist einmal hier eine Werbeanzeige von Affiliate Marketing, der nächste erklärt dir irgendein Dropshipping-Modell, der nächste sagt, komm, gründe eine Agentur, du musst nichts können, du brauchst nur dies und das und jenes umsetzen. Der andere sagt, werde irgendwie Verkäufer, Closer nennt man das ja heute und so weiter. Und durch diese ständigen Ablenkungen, die ich damals ja nicht hatte, weil da gab es ein Nokia-Telefon, aber da gab es kein YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp und so weiter. Durch das, dass ich das nicht hatte, Gott sei Dank, wurde ich halt nicht so sehr abgelenkt. Aber die jüngere Generation, die kann sich ja gar nicht mehr auf, oder egal ob jung oder alt in Wirklichkeit, die können sich ja auf eine Sache gar nicht mehr fokussieren, weil sie ständig abgelenkt werden. Da könnte ich mich auch nicht im Endeffekt konzentrieren auf eine Sache. Und das erfordert halt sehr, sehr viel Disziplin, damit ich eben nicht Opfer dieser Ablenkungen werde. Und Disziplin ist etwas, das langfristig frei macht. Am Anfang ist Disziplin das Gegenteil von Freiheit, aber langfristig gesehen macht Disziplin frei. Und bei der Disziplin scheitert es halt bei den meisten Menschen. Disziplin. Mhm. Und da war eben die Börse mein größter Lehrmeister, denn da habe ich genau das gelernt, Disziplin und Geduld. Ich hoffe, die Folge mit Oskar Karem hat dir gefallen. Und wenn du mehr über den Business Mentor erfahren willst, dann komm zu uns zum Umsetzungskongress für Autorinnen und Autoren und solche, die es noch werden wollen. Unter diesem Video findest du alle Hinweise und auch die Anmeldelinks, wo du dabei sein kannst. Der Kongress läuft noch, also du hast noch nicht viel versäumt. Und solltest du keine Zeit haben, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, das Goldpaket zu erwerben. Jetzt zum einmaligen Kongresspreis von 99 Euro. Hier hast du dann alle Videos mit den Experten und Expertinnen drinnen, zahlreiche Mitmach-Workshops und Live-Events und sehr viel Bonusmaterial nur für Goldpaket-Inhaberinnen und Inhaber. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und vielleicht schaltest du nächsten Montag wieder ein zu unserem Bookerfly-Podcast Buchschreiben, Buchveröffentlichen und Buchvermarkten. Tschüss! Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dir haben die Tipps gefallen und wünschen dir viel Freude bei der Umsetzung. Ja, wenn du mehr von uns möchtest, dann folge uns auch gerne auf Instagram. Du findest uns dort unter Bookerfly. Oder schaue vorbei auf www.bookerfly.club.